Ich bin der Marco Cudinelli, bin heute selbstständiger Unternehmer, habe eine Agentur im Sport und für Sportdienstleistungen und im Eventbereich. Ich habe Tennis gespielt, spiele immer noch gerne, früher als Profi. Und meine grössten Erfolge waren, ich habe es bis zur Nummer 52 in der Weltrangliste geschafft, auf der ATP-Rangliste. Halbfinale gesehen an der Swiss Indoors, Davis Cup gewonnen 2014 mit der Schweiz. Das sind sicher die grössten Highlights gewesen. Ich habe sehr früh schon bin ich mit dem Tennis, mit Profi-Tennis in Kontakt gekommen, und zwar als kleiner Zuschauer und Autogrammjäger an der Swiss Indoors. Das hat mich sehr inspiriert und bin dann einfach mal auf Empfehlung vom Verband mit 18 einmal Profi geworden. Habe dann relativ schnell ganz gut gespielt, trotzdem so richtig ganz daran glaubt, dass ich wirklich nach vorne kann arbeiten kann. Habe ich auch dann noch nicht wirklich. Ich war ja schon das Nummer 250 von der Welt gewesen. Das ist echt ein sehr ansprechendes Niveau. Nur im Tennis ist es so, das reicht noch lange nicht, um schwarze Zahlen zu schreiben. Aber so wirklich aus voller Überzeugung können sagen, ich will einmal Top 100 werden in der Welt, habe ich erst ganz ehrlich können sagen mit 22. Ich habe sehr viel Schönes erlebt. Ich habe die Welt gesehen. Ich bin viel herumgereist, habe viele verschiedene Kulturen kennengelernt, habe unglaubliche Emotionen erleben. Aber dafür, klar, bin ich halt nicht so viel in der Schweiz gewesen, nicht so einen grossen Freundeskreis und halt jetzt auch keine Studentenpartys, oder wo scheinbar auch sehr lustig waren. Immer wieder so Sachen konnte ich natürlich nicht machen. Man muss selber für sich abwägen und dann den Weg wählen, der für einen stimmt. Und ich bin überzeugt, ich habe die richtige gewählt für mich. Schon mal einen anderen Blickwinkel, eine sehr interessante Sendung und vielleicht sagt sich auch irgendjemand, hey, das ist eigentlich etwas Tolles, in welchem Sport auch immer. Wir haben jetzt ja auch viele junge Sportler, die wir begleitet haben, die gezeigt werden. Und vielleicht findet sich auch irgendjemand, der sagt, hey, das ist eine tolle Sache und ich würde das gerne unterstützen. Weil, wie gesagt, in allen Sportarten, denke ich, in jungen Jahren ist es halt auch immer wichtig, dass man überall muss man finanziell etwas aufwenden, dass man die finanzielle Unterstützung hat. Und das ist oft durch Sponsoren oder Mäzenen nur möglich. Ja.